Ich möchte nun die nächsten Rednerinnen begrüßen und zunächst einmal die Jugend. Die Jugendbewegung ist für uns immer eine wichtige Bewegung gewesen, ist immer eine treibende Kraft gewesen und insofern rufe ich natürlich auch die Falken auf die Bühne. So. Hallo liebe Freundinnen, hallo liebe Freunde, Freundschaft, liebe Genossinnen und Genossen. Ich bin Paul von der Sozialistischen Jugend Deutschlands, die Falken. Weil wahrscheinlich alle schon was gesagt haben, werde ich es kurz machen. Es ist kalt und wir wollen vielleicht auch gleich nach Hause. Trotzdem ist es wichtig, dass heute so viele auf der Straße waren, trotz der Repression und trotz der Kälte. Es gibt ein Sprichwort, die Kurdinnen hätten keine Freunde außer die Berge. Und auch wenn wir heute zusammengekommen sind, wird es deutlich, dass es stimmt. Nachdem der syrische und der irakische Staat faktisch zusammenbrachen und der islamische Staat mordend und vergewaltigend sich ausbreitete, gab es nur eine Region, in der die Menschen sich in Sicherheit wägen konnten. Rojava. 100.000 Geflüchtete konnten dort Schutz suchen. Jesidinnen, Kurdinnen, Christinnen, Araberinnen und viele mehr konnten dort Schutz und Demokratie finden. Für viele Linke auf dieser ganzen Welt ging es mehr als um humanitäre Hilfe, die die Kurdinnen dort geleistet haben. Es ging um die Unterstützung eines sozialistischen Projektes. Denn selbst unter diesen Bedingungen von Krieg und Vertreibung wurde versucht, eine Gesellschaft von Demokratie, Gleichberechtigung und Freiheit aufzubauen. Heldenhaft wurde die Stadt Kobane verteidigt und weltweit gab es eine ungebrochene Welle der Solidarität. Es wurde damals schon deutlich, wie inhuman die Türkei sich verhielt und die Grenzen schließen ließen, damit dort keine Unterstützung herangetreten konnte. Doch heute, als der IS besiegt ist, schwindet die Welle der Solidarität. Der Westen braucht die kurdische Bewegung nicht mehr und sie wird vergessen und andere Interessen treten in den Vordergrund. Deutschland beliefert den Diktator Erdogan weiterhin mit Waffen. Die türkische Armee greift mit Leopard 2 Panzern Syrien und das demokratische Projekt Rojava an. Auch Europa hat sich mit dem Flüchtlingsdeal abhängig gemacht. Die deutsche Regierung macht gute Miene zum bösen Spiel aus wirtschaftlichen und nationalistischen Interessen. Und schweigt da, wo sie laut sein müsste, bei der Verfolgung der Presse, der Kurdin und der Opposition in der Türkei. Uns ist wichtig festzustellen, dies ist kein Konflikt zwischen Türkinnen und Türken und Kurdinnen. Es ist auch kein importierter Konflikt nach Deutschland. In Rojava, in Kobane, in Afrin geht es um einen internationalen Kampf. Es geht um einen globalisierten Konflikt, bei dem niemand wegschauen kann, ohne sich schuldig zu machen. In Afrin geht es um universelle Werte. Ist der Profit der Rüstungsindustrie mehr wert als das Leben der Menschen in Afrin? Wollen wir das Rechte Bewegungen weltweit Demokratie, Pressefreiheit und Vielfalt beseitigen? Geht es uns am Ende darum, nicht Fluchtursachen zu besiegen, sondern dass Geflüchtete nicht hier hinkommen? Wir sagen dazu, gibt es nur eine Antwort, grenzenlose Solidarität. Menschenleben und Demokratie sind keine Verhandlungsmasse der Diplomatie und dürfen nicht hinter Profiten stehen. Das Geschäft mit dem Krieg und Diktatoren macht Rheinmetall und die Bundesregierung zu Mittätern. Rojava und die kurdische Bewegung sind ein Versuch, Demokratie und Sozialismus zu verwirklichen, der uns allen Hoffnung gibt. Wir hören nicht auf, an diesen Versuch zu glauben. Das demokratische Projekt Rojava lebt weiter. Wir fordern die Bundesregierung auf, die Türkei öffentlich für diesen Angriff zu verurteilen. Sofort muss jede Waffenlieferung an die Türkei gestoppt werden. Die türkischen Soldaten rufen wir auf, zieht euch zurück, verweigert, hört auf, das blutige Handwerk Erdogans weiter auszuführen. Wir fordern die Enteignung aller Rüstungskonzerne in Deutschland und die Umwandlung in zivile Aufbauhilfe. Wir fordern außerdem die Entkriminalisierung der kurdischen Bewegung hier in Deutschland. Sie hat in den letzten Wochen und Monaten massiv zugenommen. Ihr seid dabei allerdings nicht alleine. Wir müssen hier in Deutschland gemeinsam auf die Straße gehen, egal ob ihr in der Türkei, in Kurdistan, Deutschland oder sonst wo geboren seid. Wir kämpfen gegen den Faschismus, gegen den Abbau von demokratischen Grundrechten und gegen die politische Repression gegen uns alle. Deniz Yücel, Mesut Tolu, HDP und alle anderen. Freiheit für alle politischen Gefangenen. BJJPG,
Biji Afrin, wir stehen an eurer Seite. Freundschaft! Gelegt's was, Schwabalimme! Havallen und Rosen!